Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Fabrinas Tante Vita. Ich wollte euch nur mal ganz schnell zeigen, dass ich jetzt auch diese Mohnblümchen mache und ich finde die bezaubernd. Ich mag Mohnblumen sowieso sehr gerne, wenn ich dann bei uns hier an der Sieg entlang und dann diese tollen Mohnblumen auf den Feldern sehen oder am Rand von den Feldern, dann finde ich das immer super schön. Diese Röschen, die kennt ihr ja schon. Dann habe ich hier diese Broschen, wo ich meine Mold von gemacht habe, mit Fimo verarbeitet. Es klappt eigentlich ganz gut. Sobald ihr die aus dem Mold rausnehmt, verformt sich das so ein bisschen. Die sind ganz gut, wenn man zum Beispiel jetzt so kleine Goodiebags macht oder in Karten oder wunderschöne Kommoden, wie ich sie geschenkt bekommen habe. Da kann man das richtig toll auch dran machen. Ich habe sie einmal hier als Anhänger, wenn man die als Anhänger verwenden möchte oder aber auch tatsächlich einfach nur so, wenn man die irgendwie anbringen möchte. Das geht jetzt auf Reisen mit so ein bisschen was anderem Klimbim. Eine ganz liebe, zuckersüße Person. Und dann habe ich auch noch ein Paket, was auch nochmal mit diversen anderen Sachen an eine andere süße Person rausgeht. Was ich auch noch sagen wollte, diese Verpackungen sind super, wenn man zum Beispiel Lebensmittel selber macht. Da darf ja nichts mit Klebstoffen oder so dabei sein oder sollte man nicht wegen den Dämpfen. Umso toller ist es, dass man diese Verpackung einfach ohne Kleber falten kann und dann werden die halt hier mit diesen Laschen verbunden. Und ich würde sagen, bis später. Tschüss.